Also für mich waren die Kriegsjahre irgendwie gar nicht so schlimm, wie gesagt, also mit Essen und so. Und wir sind auch nicht ausgebombt worden, wir mussten auch nicht in den Flakkeller und so. Es war eigentlich alles ganz, ganz easy. Und dann, wie gesagt, dann kam ich aufs Gymnasium, zwar ein Jahr später, weil also mit 10, wie üblich Sechster, konnte ich nicht eingeschult werden, weil wir kein Geld hatten. Und deswegen kam ich erst mit 12 aufs Gymnasium, aber da, also zusammen mit dem Herbert, der mit 11 und ich mit 12, beide in Sechster. Und aber dann war das so, dass ich, naja, weil, also es gab damals Würmeling, diesen Familienminister, und da gab es dann irgendwelche Erlasse für kinderreiche Familien. Und ich bekam wegen Würmeling, wegen Hochbegabtheit und sowas, bekam ich also von der Schule, wo wir Schulgeld bezahlen mussten damals, und es war ganz selbstverständlich, dass man am Gymnasium Schulgeld bezahlen musste, 20 Mark waren das, und das war unheimlich viel Geld. Und die 20 Mark musste ich nicht bezahlen, sondern die bekam ich. Ich mit wenigen anderen Mädchen, das war also Schule Marienberg, das war eine Nonnenschule in Neuss, die beste Schule weit und breit, und da musste ich natürlich hin, wegen die Eltern gesagt haben, also wenn schon. Wenn wir schon kein Geld haben, dann muss die Erziehung wenigstens gut sein, die Schulbildung und Abitur und so. Und also musste ich mit wenigen anderen Mädchen dann mich immer anstellen bei einer im schmalen Gang in dieser, das war, die, war der Teil, also nicht der Teil von der Schule, sondern der Teil vom Kloster, wo eine Nonne saß und zahlte mir dann einmal im Monat 20 Mark aus. Das musste ich unterschreiben. Und dann bin ich mit dem Bus nach Hause gefahren oder beim Fahrrad, jedenfalls, wenn es Sommer war. Und habe meiner Mutter die 20 Mark ausgehändigt. Und deswegen ging das alles. Deswegen kann ich mich auch gar nicht erinnern, dass ich irgendwie Keilabsätze tragen musste oder irgendwelche komischen Sachen. Das war halt so. Aber nicht schlimm für mich.